Und läuft das Ding. So, jetzt geht hier die Steinplatte, beziehungsweise Eisenplatte ist das, weg. Und wir haben die zweite Hälfte der ganzen Tafel und können hier nicht runterrutschen, okay. Normalerweise kann man da runterrutschen. Okay, und wieder runter, kombinieren, einsetzen und wir sind wieder ein ganzes Stück weitergekommen. Besser geht's ja nicht. Ne? Ist ganz, ganz toll. Leck mich! Was zur Hölle ist das? Ey! Schnell, lad nach! Wie ist der Trottel darauf gekommen? Boah, Leute! Adrenalin pur, könnt ihr mir glauben. Ich hab... Mein Herz pocht wie wild. Boah. Alter Schwede. Das Spiel ist so alt und versetzt mich so in Panik, Mann, oh Mann. Okay. Wie läuft das jetzt? Ah, ich weiß schon. Okay, so lang. Boah. Wisst ihr, kann der so hoch springen, dass er da einfach raufkommt? Das ist ja da oben, wenn ihr guckt. Das war gerade da oben. Ja, doch. Könnte ich mir sogar vorstellen von ihm. Doch, da kommt der locker hoch. Der ist einfach da die Leiter wahrscheinlich hoch und dann das Stückchen da hochgesprungen. Er ist ja ein Monster, ne? Das kann man sich ja wohl denken von ihm. Krasse Schweine. Okay, passt. Wir sind wieder da. Gut, das heißt, da jetzt mal kurz Kiste auf. Und was müssen wir jetzt machen? Genau das rausholen. Das rausholen. Und das rausholen. Und jetzt erstmal die zwei schön kombinieren. Und wir haben drei Tafeln. Schön. Gut, haben wir noch Heilung? Ja, genau. Das brauchen wir jetzt auch. Ich weiß nicht, ich leg die jetzt mal weg. Oder nee, ich leg sie nicht weg. Das Feuerzeug, glaube ich, brauchen wir jetzt eine Zeit lang nicht mehr. Nehmen wir uns das Maschinengewehr wieder mit. Das kann echt nicht schaden. Gut, und weiter geht's. Ich speichere jetzt nicht. Das ist ehrlich gesagt vorerst mal unnützlich, denke ich. Denke ich. Ich weiß es natürlich nicht. Nee, ich habe ein schlechtes Gefühl. Ich tue lieber speichern. Sorry, sorry, sorry. Ich kenne mich. Manchmal bin ich einfach zu... Wie sagt man dazu? Einfach zu... Ach, mir fällt gerade schon wieder durch das passende Wort ein. Ach, hör auf, das letzte Farbband. Scheiße, das letzte Farbband, ey. Speicher zu oft, glaube ich. Aber ich muss ja. Was nehmen wir mit? Weißt du was? Wir haben nur noch 9 Schuss von der Armbrust. Lege ich wieder weg. Nehmen wir das. Ist mir sympathischer. Und noch die Beretta. Falls wir Munition dafür finden. Wieso rüste ich eine leere Waffe aus? Ich weiß es nicht, Leute. Aber ist ja geil. Man kann ja blitzschnell wechseln in Resident Evil. Das ist ja kein Problem. Gut, gut, gut. Also auf die drei Tafeln einsetzen, ne? Ist ja unglaublich hier. Ach, hör auf. Sherry, you're okay. I'm glad to see you're safe. Ah, okay, kenne ich schon. Dachte schon, hä, was ist das denn? Und ihr kennt das eigentlich auch schon aus Claire. Ist also jetzt nichts verloren oder so, ne? Claire B ist quasi so nur einfach, um das Ganze zu vollenden. Und einfach wegen Mr. X, ne? Ist alles ein bisschen spannender und stärkere Monster und weniger Munition hat man ja jetzt alles gesehen, ne? Was ist los? Claire!
I'm going down there. Stay. Ja, das kennen wir auch schon. Ich habe Angst. Hier unten ist es düster. Zwei Fackeln beleuchten eine alte Tür, die besonders stark quietscht, wenn man sie aufmacht. Ein doofes Lachen. Ah, das kenne ich auch schon. Der will jetzt auf sie schießen, wird aber von einem Monster umgebracht und ist tot. Aha! Schöne Säuregranaten wieder. Die werden wir jetzt auch reintun, das ist nämlich besser für Bosse. Und da unten kommt jetzt nämlich ein Boss. Da ist alles Paletti und da auch. Gut. Dann aufmachen da. Oh, what the fuck, ey! Boah! Meine Fresse, das wusste ich ja nicht mehr. Erschreckt, erschreckt, erschreckt. Oh fuck. Ja, den kennen wir noch gut genug, die Drecksau. Ja, er nimmt sich irgendwie immer so eine Eisenstange, der Trottel. Den kennt er noch, Leute, oder? Der hat mich mit Leon, glaube ich, 3 oder 4 Mal umgebracht. Dummes Arschloch. Dir zeige ich's. Indem ich dir Säuregranaten entgegenballer. Ist er tot? Ja. Gut. Zack, und wieder die alten rein und fertig. So, ich glaube, jetzt müssen wir, wenn mich nicht alles täuscht, nochmal kurz hoch, um Sherry zu holen. Ich glaube, da bin ich richtig informiert. So, wieder in den eisigen Aufzug, den Eisentoraufzug. Genau, schneller Aufzug. Genau, jetzt kommt die Katze hin, also war ich komplett richtig. Und jetzt müssen wir mit der Kleinen nochmal runter. Genau, sie ist ja jetzt auch dabei, perfekt. So, und jetzt komm, Sherry. Wir haben nämlich gerade deinen Vater umgebracht. Der ist, das ist ihr Vater übrigens, ne? Also solltet ihr wissen. Wenn nicht, dann wisst ihr es jetzt. Den haben wir nämlich gerade umgebracht, Sherry, und der ist jetzt tot. Der hat sich einfach so bei so einem, bei dem Geländer einfach darüber gestürzt und fertig. Nachdem ich ein paar Säuregranaten in die Fresse geschossen habe. Aber nichts Persönliches gegen den Vater, nur mal so. Gut. Hier den roten Knopf. Eine Leiter. Wo mag sie hinführen? Nach oben. Kennt ihr den Ort noch? Da waren wir auch mit Leon. Ach du Scheiße. Run.
Eieiei. Genau, jetzt wird Sherry da kurz mal. Ich sag jetzt mal nichts. Wozu, wenn es ja auch gleich passiert? Genau. Das passiert nämlich. So, Sherry ist da runtergespült worden. Aber ihr ist nichts passiert. So, gut. Da mal durch. Au, mir tut das rechte Ohr verdammt nochmal weh vom Headset. So, das haben wir. Ich glaube, da im Rucksack ist noch was. Genau. Wow, gleich 30 Schuss. Genau. Und das sollte jetzt auch frisches Farbband liegen. Ja, tut's auch. Oh ja. Wir werden wieder schön versorgt. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Gut, legen wir das wieder rein. Maschinengewehr, dich legen wir jetzt auch mal wieder weg. Ja, so lassen wir es jetzt. Und dann nehmen wir uns das neue, frische, schöne Farbband. Und speichern gleich erstmal. Jetzt sieht es wieder wirklich viel, viel besser aus, Leute. Bin ich echt froh darüber. So. Farbband reinlegen. Und was man noch brauchen. Ich bin recht begeistert, dass es mir eingefallen ist. Das Rad, weil das vergesse ich eigentlich immer. Ich weiß nicht, bei ihr geht, glaube ich, der Aufzug nicht. Doch. Wozu ist dann die Leiter? Kapiere ich jetzt gerade nicht so wirklich, aber okay. Wo komme ich mit der Leiter hin? Das kenne ich ja eh. Lianlichter, das wusste ich ja gar nicht. Geh mal wieder erstmal hoch. Ich will überprüfen, was das mit der Leiter auf sich hat. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr auswendig, was da war. Vielleicht ist das nur ein kurzer Gang, wo ein bisschen Munition auf uns wartet. Und deswegen will ich das mal kurz checken, was das ist. Ich weiß es nämlich nicht. Was ist da denn? Aha, Zombie. Ey, boah, ich hasse das. Der geht eh schon so langsam, aber dennoch schafft das immer zu uns. Da oben ist wieder Munition. Bei Zombies rege ich mich auf, ich hasse die einfach. Bei allen anderen rege ich mich nicht so auf, nur bei Zombies, ich hasse die einfach. Sind die unnötigsten einfach. Die sind so langsam und langweilig und haben sie eigentlich gar nicht drauf, aber irgendwie sind sie immer nah genug, um einzubeißen. Immer dasselbe mit den Dreckschweinen. Gut, sonst ist da nichts, ne? Aber es ist wenigstens Munition und ein Trottel vertrottelter Zombie. Ach Mensch, da drüben ist eine Tür. Von da sind wir ja reingekommen, oder? Ne, wir sind durch die Leiter gekommen. Gleich mal schauen, was da dahinter ist. Ach, hör auf, bin ich da denn bitte? Hä? Lol, da ist ja gar nichts. Lol, den Raum habe ich ja noch nie gesehen. Was ein unnützlicher Raum. Unnötig, richtig unnötig, quasi nur um da durch die Ladetür zu gehen oder was? So, wieder hoch. Und runter da. Da hängt wieder eine Karte. So, und jetzt ist das eigentlich quasi der Weg, den man zum allerersten Mal eigentlich ursprünglich mit Ada geht. Ja, das sind auch schon die Spinnen, ich höre sie. Ich weiß nicht, ob das bei Claire auch ist oder nicht, ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Da hinten sollte nämlich was liegen. Genau. Das braucht man nämlich. Aha, noch was liegt da. Ach, hör auf. Wie geil ist das denn? So, Moment, dann stopfen wir noch das dazu, dass wir ein bisschen Platz haben.
Ich hasse die Spinnen, ne. Widerlich. Gut durch die Eisentür und dann haben wir da auch schon. Bleh.